komme gerade aus dem Bundestag. Lieber Himmel, was für eine niederschmetternde Erfahrung. Normalerweise ist ja eine Regierungserklärung einer neu gewählten Kanzlerin oder eines Kanzlers ein Fest für ein Parlament. Da geht es um Grundsätzliches, da wird um Ideen gestritten, da wird die Lage des Landes analysiert. Aber so niveaulos wie heute habe ich den Bundestag überhaupt noch nie erlebt, in 4 Jahrzehnten. Der Bundestag hat sich präsentiert wie die Einsegnungshalle der Parteiendemokratie. Da war gar nichts, und zwar von der Kanzlerin bis zur Opposition hin. Angela Merkel, man glaubt es nicht, stellt ihre Regierung unter das Motto, der Mensch steht im Mittelpunkt. Oh Gott, ja, wer würde dem jemals widersprechen? Die zweite Grundsatzerklärung, unser Kompass ist die soziale Marktwirtschaft. Die dritte Aussage ist, allen sollen die Quellen für ein gutes Leben zugänglich gemacht werden. Das war es auch schon. Im Grunde genommen hätte sie die Regierungserklärung nach 5 Minuten beenden können. Und dann kam die Stunde der Opposition. Gregor Gysi, sein erster großer Auftritt als Oppositionsführer. Er war hochnervös und saß schon weit vor Beginn der Debatte ganz alleine im Plenum, gebeugt über seine Papiere. Und dann ging das los. Kein Gedanke, kein Leitgedanke, keine Überhöhung bei der ganzen Rede, ein Schweinsgalopp durch die Details der Politik. Der hat seine Rolle hier wirklich verfehlt, muss man sagen. Danach Anton Hofreiter für die Grünen. Auch sein erster großer Auftritt. Der hat sich mehr Mühe gegeben, hatte sich bei der Formulierung seiner aufgeschriebenen Rede ein paar gute Sätze aufgeschrieben. Die waren aber gleich vorgelesen, und zwar hölzern, extrem hölzern. Er ist ein ganz grottenschlechter Redner. Das war es dann auch schon. Dann Thomas Oppermann für die SPD, der die CSU ausdrücklich für die Einrichtung eines Heimatministeriums in Bayern lobt. Im Ernst, kein Scherz, für die Einrichtung eines Heimatministeriums, weil Heimat ja so wichtig sei. Mein Gott! In der ersten großen Koalition Merkels, während dieser Koalition, gab es noch Guido Westerwelle als Oppositionsführer. Das war ein scharfer, damals zupackender und von Merkel gefürchteter Redner. Wenn der gesprochen hat, hat sie häufig das Plenum verlassen, weil sie es nicht mehr hören konnte. Und jetzt Jürgen Trittin, den ich vermisst habe, schmerzlich vermisst, saß in der 7. Reihe der Grünen und hat währenddessen getwittert, ob man den Untergang einer Hansekogge in der Weser als böses Omen für Werder Bremen nehmen müsse. Ich habe diese Debatte als böses Omen für den Parlamentarismus in den nächsten 4 Jahren genommen. Und jetzt gehe ich zur Massage, und ich bin mir sicher, dabei werde ich einschlafen.